Vielleicht geht's dir so wie vielen anderen, wenn sie das Wort Erste Hilfe hören und das braucht man überhaupt nicht. Und das hier ist der Tasmanian Tiger First Responder, also Ersthelfer, Move On MK2. Langer Name, gebe ich zu, aber das ist nicht nur ein Erste-Hilfe-Rucksack. Natürlich ist er dafür konzipiert worden, aber wenn du wissen willst, was er noch kann und ob dieses Rucksacksystem von Tasmanian Tiger vielleicht auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Rucksack. Und das ist nicht nur ein Rucksack, sondern eigentlich sind das zwei. Was bedeutet das? Wenn du dir das System hier anschaust, hast du hier ein Hauptteil und hier einen aufgesetzten, mit einem Zip aufgesetzten kleinen Rucksack. Schauen wir uns gleich den einmal an. Hier ist eine kleine Klappe, eine Lasche, ja, mit einem Glätt. Das heißt, du hast hier einen Glättpad und kannst das Ganze anglätten oder aufmachen. Dann ist hier ein Zip und diesen Zip, mit dem gehst du rundherum. So. Und das war's. Und somit hast du gleich den zweiten Rucksack zur Verfügung. Schauen wir uns den nochmal ein bisschen im Detail an. Denn jetzt ist er noch eine Tasche. Es ist einfach nur eine Tasche, aber hier ist der hintere Teil, da ist auch so ein Netzteil dabei. Du ziehst hier nach oben, machst auf, ziehst hier nach unten, klebst das Ganze wieder zusammen. Und ich glaube, du kannst mir schon folgen. Und das machst du natürlich auch auf der anderen Seite. Werde ich jetzt für die Kürze der Würze nicht machen, aber dann hast du schon einen Rucksack. Und du kannst das Ganze ja auch modular zusammenbauen. Das heißt, du nimmst diesen Teil hier, Unterteil, und gibst den mit dem Oberteil zusammen und hast dann sozusagen einen Slingbag, also so seitlich. Also das geht sehr, sehr gut, da gibt es überhaupt kein Thema. Es ist auch es gibt auch die Möglichkeit hier eben einen Bauchgurt dazu zu machen, der geht hier auch drüber. Halte ich persönlich, ist nur meine Meinung, für unnötig, zumindest bei meinem Bauch hat das überhaupt keinen Sinn, aber es geht auf jeden Fall. Nur wenn dir das am Wecker geht und du sagst, ich brauche sowas überhaupt nicht, ich brauche keinen Bauchgurt bei dem Kleinen, da schau mal her, da kannst du das Ganze ausfädeln und rausnehmen und hast dann im Endeffekt nur den Rucksack. Und das finde ich schon einmal wirklich praktisch. Hier hinten ist eine kleine Öffnung, ja, noch einmal mit so einem kleinen Zip, hier kannst du aufmachen und da ist hier drinnen noch einmal ein Tragegurt. Ja, noch einmal ein Haltegurt. Ich weiß nicht genau, was hier die Funktion ist oder was sich der oder die Designer, die Entwickler dabei gedacht haben. Dieser Rucksack, so in der Form, ist ja auch bei der Bundeswehr als First Responder Rucksack dabei. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber nicht erste Hilfe, gib mir ein bisschen Zeit und schau dir das Video bis zum Schluss an. Denn es gibt auch die Möglichkeit, den anderweitig einzusetzen, aber dazu später. Ich weiß nicht, wofür das da ist, aber es ist halt da. Nur, was ich praktisch finde, ist, dass hier noch einmal eine kleine Tasche zur Verfügung steht. Ja, ja, ein bisschen was passt rein, Kleinigkeiten, irgendetwas, was man vielleicht dabei haben will, aber nicht verlieren möchte oder ein bisschen verdeckt halten möchte, ist sicherlich machbar hier in diesem Bereich. Ja. So, das ist jetzt mal das System. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will das wieder einfädeln, dann gehst du auch wieder ganz locker her, nimmst hier das System, gehst hier rein, greifst rein, machst hier wieder zusammen. Dadurch hast du auch die Möglichkeit, wenn er oben ist, schnell Abwurf, das heißt zwei, einmal klippen und das ganze Teil fällt runter und du bist dabei, steckst das wieder hier rein. Und es ist wieder eine Tasche. So, auf der Seite sind Lasercut-Molleöffnungen. Ich weiß, das ist jetzt alles Lasercut. Manchen gefällt das überhaupt nicht. Manche finden das optisch ansprechend. Ich finde es persönlich schon optisch ansprechend. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Teile genauso viel aushalten, weil auch immer wieder die Frage gestellt wird, besonders bei TT, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Auf beiden Seiten hast du hier noch einmal im unteren Bereich da solche Molleöffnungen über Lasercut, wenn dir das wichtig ist. Dann hier seitlich zum Aufmachen mit einem Glätt und noch einmal, ja, ich weiß schon wieder, ja, ich weiß nicht warum, aber die werden sicher ihre Gründe haben, da 100.000 Teile zum Anhängen zu haben, aber ist gegeben. Und hier kannst du den gesamten Teil hier bis nach unten nutzen und noch einmal hast noch einmal eine Tasche. Und das finde ich wirklich praktisch. Und bei dieser Tasche da unten, schau, da schaut jetzt mein Finger durch, da ist auch eine kleine, da ist ein kleines Loch, das heißt, bitte keinen Sand einfüllen, der würde unten rauslaufen. Nein, im Ernst. Also,
was du magst. Und es ist hier mit einem Glättpad zugemacht. Das heißt, auch wenn der Zip sich aus irgendeinem Grund öffnen sollte, wenn da irgendwas Größeres drinnen ist, dann kann das nicht so leicht rausfallen, weil hier noch einmal mit diesem Glättteil, man sieht auch hier die Naht, noch einmal eine Sicherung besteht. Ob das notwendig ist, ich weiß es nicht, aber er kann es ganz einfach. Er kann es ganz einfach. Hier außen noch einmal Molle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier nach unten auch 2, 4, 6, 8, ja, Molle-Schlitze im Lasercut, wer es braucht, Möglichkeiten genug. Und hier unten noch einmal ein Glättpad für Ausrüstung, würde ich das jetzt nicht sehen, vielleicht für die Patches, da habe ich auch einmal ein Video gemacht, aber soll so sein. Hier oben, da kannst du eine Verbandschere einbringen und auch da ist noch einmal ein bisschen ein Glätt drauf und ja, damit kannst du auch wieder ein Patch drauf geben. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, Rainer, der ist ja noch gar nicht gefüllt, dazu komme ich auch am Schluss, aber bitte gib mir noch ein bisschen Zeit und ja, schau dir das an. Hier machen wir jetzt diesen Rucksack auf. Was ich jetzt nicht richtig gemacht habe, ist eigentlich folgendes. Das ist nämlich ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Das heißt, du kannst das so aufmachen und klappst ihn dann so auf. Das heißt, der liegt dann vor dir, so wie es bei einem Erste-Hilfe-Packerl sein soll. Du hast einen Patienten, da liegt irgendjemand, der Hilfe braucht. Ich selber bin ja kein Profi in diesem Bereich, ich bin nur interessierter Laie, aber wir bieten ja bei mir auf der Survival-Schule überlebenskunst.at gemeinsam mit dem Dr. Thomas Girgis, Notarzt, Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse an und da habe ich schon sehr vieles gesehen, habe auch schon das eine oder andere bei mir selbst erlebt und bei meinen Kursteilnehmern, aber da ist es ganz einfach so, es macht Sinn, wenn das so aufgebaut ist, weil da kann ich überall gleich zugreifen. Ich habe überall gleich meine Teile zur Verfügung. Und ob das dann im Dreck liegt oder nicht, das ist vollkommen egal. Weil da immer wieder die Frage gestellt wird, naja, das wird dann dreckig. Hallo, Erste Hilfe, Outdoor. Ja? Das ist ja kein Rucksack fürs Spielen. So, hier mal dieser Teil hier. Das ist ja alles hier im Lieferumfang so enthalten. Das sind solche kleinen Glättteile. Die kennst du schon, Tasmanian Tiger setzt ja auf dieses System, dieses modulare System. Der große Vorteil bei denen hier ist jetzt, dass du Klarsicht hast, das heißt, du siehst innen drinnen, hier siehst du die unterschiedlichen Schlaufen, das heißt, du siehst gleich die Ausrüstung, die hier eingebaut ist. Wenn dir aber das, was im Lieferumfang nicht gefällt und du sagst, okay, ich möchte mir so ein Bauschset, dann kannst du auch ein anderes drauf geben, ist übrigens auch PT, beziehungsweise wenn du sagst, okay, ich möchte etwas Schlankeres haben, auch vom TT. Kannst du das hier drauf dazu bocken? Das ist modular aufgebaut. Das heißt, was ich damit sagen will, ist folgendes. Das muss nicht für die Erste Hilfe eingesetzt werden. Ich meine, für das ist er gemacht und erdacht und ist auch zum Beispiel bei der Deutschen Bundeswehr so im Einsatz und bei vielen anderen Einsatzorganisationen. In Deutschland, aber auch hier in Österreich. Ja? Der Punkt dabei ist, da passt einfach alles zusammen. Nur das Schöne ist, und da hat TT wirklich nachgedacht, ich habe am Anfang mir lang gedacht, was soll das? Aber im taktischen Bereich macht das durchaus Sinn, aber auch im zivilen Bereich. Warum? Weil ich kann mir das so anpassen, wie ich das brauche. Und wenn ich hier halt nicht Erste-Hilfe-Ausrüstung reinpop, ja, dann packe ich halt hier, weiß ich nicht, mein Schreibzeug rein oder als Fotograf Batterien, Akkus, wie du es brauchst. Und das ist schön. Du hast hier 1, 2, 3 dieser Taschen, die auch innen drinnen noch einmal einen Gummizug haben. Und hier, da auf dieser Seite, ja, da ist dieses Panel. Und dieses Panel, ja, siehst du, das ist halt so typisch Erste-Hilfe-mäßig. Hier Schlaufen, da diese Gummizüge, alles da, wie es sein soll. Und wir werden es auch noch befüllen, aber dazu später. Bleib ein bisschen dran und gib mir ein bisschen Zeit. Wenn du jetzt sagst, ich bin kein Erste-Hilfe-Mensch und ich brauche das nicht, ja, dann nimmst du das hier raus und hast hier dieses Feld und kannst dann zum Beispiel, wie gesagt, andere Teile reingeben. Oder hast einfach mehr Platz zur Verfügung, um hier noch Ausrüstung reinzubringen. Also, die Möglichkeiten in der Liebe, ich behaupte. Dann hier auf dieser Seite gibt es noch ein bisschen was. Hier ist eine Tasche, die wird uns dann beim Großen auch noch einmal treffen, aber da rede ich dann noch einmal drüber. Diese Tasche hat hier innen drinnen noch einmal so Einschubfächer. Bei denen ist es aber so, und das ist wichtig, dass die von hinten offen sind. Du siehst hier, dass da meine Hand durch, es sind drei solche Schubtaschen. Die sind durchgängig. Das ist einfach so, damit man da auch die Tasche komplett bis nach hinten ausnutzen kann. Ja,
ist so, passt auch noch ein bisschen was rein, soll so sein, ein kleiner Zip dazu. Und hier oben, da ist noch einmal, da sind noch einmal so kleine Gurte und Netztaschen, nicht schließbar, das ist kein Klett, also sind nur Schubfächer und das war's. Zugemacht ist das Teil auch wieder sehr, sehr schnell und auch top verarbeitet. Also, weil bei manchen Sachen, wenn man so China klumpert oder was hat, klumpert, also Zeug, dann muss man immer sagen, ja, die Qualität ist ja okay. Ich brauche bei TT nicht über die Qualität sprechen. Wir haben schon hunderte Sachen an unsere Kunden geliefert von TT und bis jetzt hatten wir eine, und ich meine eine, in eine Reklamation, weil irgendwo was abgerissen ist. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben das ausgetauscht und fix fertig. Also da kannst du dich drauf verlassen, dass das Top-Qualität ist. Das ist jetzt der Hauptrucksack. Wenn das Vorderteil nicht drauf ist, würde ich zum Beispiel da den Bett wieder raufgeben, damit das dann jetzt runterhängt und damit man da. Aber wurscht eigentlich. Hier alles voll wieder mit diesem Molle Lasercut. Auch auf der Seite hast du hier sogar drei Reihen, auf beiden Seiten durchgängig. Das heißt, auch da kann man sie austoben, wenn man noch etwas rein bräuchte. Dann, bevor wir uns dann das Tragesystem anschauen, hier, damit man in diesen Rucksack reinkommt, gibt es diese kleinen Klipperl hier, die man aufmachen muss. Das ist eine nochmalige Sicherung, also man könnte theoretisch hier auch noch Ausrüstung anbringen, ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber den muss man aufmachen, ist noch einmal eine eigene Sicherung, oder du sagst, das mag ich überhaupt nicht, ich will diese Sicherung hier nicht haben und ziehst dir diese Teile ganz nah hierher, dann hängt der Clip nur runter und das hier kannst du aufwickeln. Ich mache das jetzt nicht, weil es zu lang dauert, und da ist ein kleiner, schau mal her, dieser kleine Hubbel, und du wickelst das hier auf und steckst das da rein, damit dieses Band nicht herumklackert. Also das geht auch ganz, ganz locker. So, bevor wir noch nach innen gehen, hier unten hast du entweder die Möglichkeit, noch einmal Gurte anzubringen. Ja, das ist auch noch einmal so eine Art Lasercutter, aber aufgenäht die Möglichkeit mit einem Gurt. Das hier ist natürlich dabei, ist drauf, aber ein Gurt ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber du könntest einen dazugeben. Und hier gibt es die Möglichkeit, das ist dabei, das ist das Regenkäppli, aber nicht für dich, sondern für den Rucksack. Das ist noch einmal gesichert, kann aber auch runtergenommen werden, also auch hier alle Möglichkeiten kann man weggeben mit einem Gummizug, damit es schön hält, und noch einmal ein Tragegriff dabei für den Rucksack, damit man ihn von allen Seiten verwenden kann. Geht das jetzt einmal daher, soll so sein. Und wieder zu. Und auch hier unten ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nicht so auf First Responder bist, noch einmal ein bisschen Platz, auch wenn das Regenkäppli drin ist. Auch da kann noch ein bisschen Ausrüstung rein. Wobei, das Ding würde dann irre schwer, aber das ist ein anderes Thema. Aufmachen, auch wieder mit zwei Wege Reißverschlusssystem. Schön ist, bevor ich ihn aufmache, ich weiß, aber das ist so vernäht, dass der Zip geschützt ist. Das heißt, das ist nicht wasserdicht. Ich meine, wenn du ins Wasser springst, dann wird da Wasser reinlaufen. Das ist eh ganz klar. Aber Regen wird hier über diese Falz da abgedeckt. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht und auch schön verarbeitet. Das ist nämlich der Punkt dabei. Von TT. Und da schauen wir jetzt einmal ins Innere. Das ist der Hinterteil sozusagen. Und dann gibt es noch einmal, so, kann man wieder so herlegen. Schau her, so schaut das Ganze dann aus. Und kann auf die Ausrüstung zugreifen. Hier wieder dieses ominöse Pad, ja, für unsere Ersthelfer, First Responder, Technical First Responder, eine ganz wichtige Sache, weil hier du unterschiedlichste Sachen einbauen kannst, das ist klar. Und wer wieder sagt, hörst du, das brauche ich alles überhaupt nicht und ich möchte lieber so irgendwas drauf poppen, auch das ist natürlich ohne weiteres machbar. So, jetzt hier zu diesem Innenteil. Und ich habe vorher gesagt, für Fotografen. Ja, und ich glaube, du siehst das jetzt auch schon. Ich meine, das sind ganz viele kleine Fächer, die du auch anpassen kannst. Und das ist jetzt vielleicht auch interessant. Und zwar, das hier, das sind solche Wubbeln. Ja? Ich schätze, das ist irgendein Schaumstoff da drinnen. Schau, das lässt sich bewegen. Bleibt aber ein bisschen in Position, nicht jetzt wie ein Samsplint zum Beispiel, aber so ungefähr. Hier oben ist ein Klett eingebracht, der ist hier nur an dieser Stelle und an dieser Stelle eingenäht. Das bedeutet, du kannst das hier oben einsetzen und dann kannst du dir dieses Fach hier machen. So, und das geht auf der anderen Seite hier
genauso. Du hast 1, 2, 3 Fächer. Oder das heißt, ich nehme das raus und habe ein großes und ein kleines. Das, oder nur ein großes, das ist schon klar. So, das ist hier oben. Hier unten aber, hier an der Stelle, hast du auch wieder zwei. Da ist es aber so, dass der Glätt über die gesamte Länge geht, der untere Glätt. Das heißt, du kannst das jetzt zum Beispiel so machen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber du kannst es. Vielleicht sagst du, ich brauche das überhaupt nicht, dann brauchst du es halt nicht. Aber das geht. Das geht, das heißt, das kannst du modular anpassen und kannst hier vergrößern, verkleinern und andere Ausrüstung mit reinbringen. Das hier ist eben noch einmal die Möglichkeit, Ausrüstung zu sichern. Auch das ist im Lieferumfang alles genauso, wie du siehst, ist es enthalten. Du kannst jetzt hergehen und darüber poppen, dann wird das kleiner, das wird größer, oder du gibst es ganz raus, oder du machst es schräg. Also genau das ist der Plan dabei, dass du es so anpassen kannst, wie du magst. Das hast du sicher verstanden. Oder du nimmst alles raus, das Ganze, und machst einfach nur dieses ganze Zeug, sagst du, das brauche ich überhaupt nicht, und hast einfach nur eine Fläche, in die du reinpacken kannst. Zum Beispiel, wenn man auf Reisen geht, ich war früher geschäftlich sehr viel unterwegs, als ich noch Angestellter in einer Firma war, da muss man irgendwo hinfahren und mit irgendwelchen Leuten reden, und da braucht man ein Hemd, da muss man schön ausschauen, muss man sich ja verkleiden, weil du kannst nicht seriös sein ohne Krawatte, das ist einfach so, das gehört so, die Wirtschaft gehört angekurbelt, und dann passt hier ein Hemd ganz locker rein und die Hose und sonst irgendwas, und dann machst du noch zu und schön. Das geht hier auch. Also das muss nicht unbedingt taktisch sein. Die Farbe, Außenfarbe und Innenfarbe ist hier jetzt Coyote Braun. Es gibt es in Schwarz, es gibt es in Grün und glaube in Multicam. Schau dir das an, ich gebe dir den Link in meinen Shop, schau dir das an. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, dann hier haben wir wieder, so wie beim Kleinen, auch beim Großen Netztaschen. Die sind aber nur deutlich größer. Ein Schubfächer, also da ist kein Clip, das hält nichts fest. Und da noch einmal, so wie beim Kleinen, aber von beiden Seiten. Das heißt, ich kann, wenn der da jetzt liegt und man arbeitet, brauche ich den Rucksack nicht schieben, wenn ich da zugreifen will, sondern ich kann von beiden Seiten öffnen. Das ist in der ersten Hilfe sicherlich relevant. Und hier auch wiederum, wie besprochen, diese kleinen Einschubfächer, die aber durchgängig sind, wie du siehst. Alles super vernäht, es steht nirgends was ab, also einfach ein Top-Teil. Das muss man einfach einmal so festhalten. So, das ist jetzt mal das Innenleben gewesen. Dann noch hier zum Tragesystem. Also ich habe ja unterschiedlichste Rucksäcke von Tasmanian Tiger. Und ich muss eines sagen, dass ich keinen habe, wo ich sage, der ist einfach zum Tragen ein Schaß mit Basteln, wie man in Österreich sagt. Das ist alles schön, gut verarbeitet und überlegt. Hier ist es halt so, es ist halt für den taktischen und militärischen Einsatz gedacht, trotz alledem. Das heißt jetzt nicht, dass der Komfort leidet, sondern da sind ein paar Sachen dabei, die man vielleicht im zivilen Bereich nicht braucht. Und zwar, es gibt hier die Möglichkeit, den Rucksack ich hänge mal den um. Und dann will ich ihn ganz schnell weghaben, aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, aus irgendwelchen militärischen Gründen, ne? Oder ich will ihn schnell abnehmen und da kommt man nicht dazu, und dann habe ich die zwei aufgeklippt und der ist offen und der fällt runter, oder ich bin irgendwo hängen geblieben, oder ich weiß nicht was, ja. Es gibt viele, viele Sachen, ich muss schwimmen und ich komme nicht mehr weiter oder was weiß ich, ja. So, und dann kann ich ihn aber auch wieder so zumachen und die Sache ist gegessen und wieder einsatzbereit. Höhenverstellbar, Brustgurt, alles dabei. Was er nicht hat, ist ein Pfeifferl, das ist klar, Militär. Dann, es gäbe auch die Möglichkeit, diese Tragriemen abzumontieren. Das siehst du hier. Da, schau mal her. Da innen drinnen. Da, ah, siehst du nicht, aber jetzt siehst du es da. Und auch hier, da. Da siehst du es. Oder auch nicht. Ah, ich sehe es, aber du siehst es nicht. Da, schau her, da an diesen Stellen. Glaub's mir, du kannst den Riemen ausbauen. Ich gehe mal davon aus, ich bin kein Militär, dass man das für diese Plattenträger, dass man jetzt zum Beispiel am Plattenträger das montiert. Ob das gescheit ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall und man kann das tun, wenn man das will. Und natürlich auch die Flossen für den Hüftgurt. Auf beiden Seiten wären sie natürlich mit den ominösen Mollestreifen, so wie sie bei TT immer gegeben sind. Oder du sagst, denn da ist ein Glätt,
mach es jetzt nicht, weil es zu lang dauert und baust es runter und hast diese Flossen nicht dabei. Also alles überhaupt kein Thema. Was soll ich da sagen? Ich meine, der Rucksack, der spielt ganz einfach alle Stücke aus. Der macht einfach alles, was er tun soll und ist ein wirklich gutes Produkt, wie ich meine, von der Qualität her. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du sowas brauchen kannst, ob du so etwas suchst. Das kann ich nicht beantworten, das musst du für dich selbst entscheiden. Der Punkt dabei ist aber, das muss kein Erste-Hilfe-Rucksack sein. Das muss definitiv kein Erste-Hilfe-Rucksack sein. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich bräuchte so einen großen Rucksack, wo ich viel reinkriege, viel an Volumen. Schau dir die technischen Daten unten in meinem Shop an. Billige Eigenwerbung ist eh ganz klar. Und sag, ich bräuchte aber so ein D-Bag dazu, also so einen kleinen Rucksack, sowas da. Und will den aber trennen. Das hatte Tasmanian Tiger früher, haben sie aber dann aufgehört und gibt es jetzt nur mehr in diesem First Responder Move On MK2-System. Und das ist eine Lösung. Oder ich kenne manche Leute, die als Fluchtrucksack, als Bug-Out-Bag so einen Teil hier verwenden. Ja, na dann, kann auch ein Bug-Out-Bag sein. Oder das kann eben für den Fotografen oder Fotografin interessant sein. Oder für den Handelsreisenden oder was auch immer. Nur weil First Responder draufsteht, muss nicht unbedingt First Responder drin sein. Es ist zwar dafür gemacht und erdacht, aber es muss nicht unbedingt sein. Und daher, tolles Teil. Und ich werde den jetzt in den Test nehmen. Ich werde den jetzt in den Test nehmen und habe jetzt folgende Frage an dich. Zwei Dinge. Nummer 1. Bist du Erste-Hilfe-Experte, Arzt, Ärztin, was auch immer? Kannst du mir einen kurzen Kommentar hier unten schreiben, was ich da alles reinpacken sollte? Was da eigentlich reingehört als wirklichen Erste-Hilfe-Bereich? Und Nummer 2, wenn du kein Erste-Hilfe-Junkie bist oder Wissender bist oder Praktizierender bist und das vielleicht nicht deine Berufung ist, wofür könnte man das Ding noch einsetzen? Was sind da deine Ideen dazu, wenn du das hier jetzt siehst? Das würde mich interessieren. Ich nehme ihn auf jeden Fall hier in diesen Coyote Braun hier im Programm sowieso, aber in den Test und werde den jetzt mal ein gutes Jahr mitnehmen. Wir werden ihn bei den Erste-Hilfe-Trainings, die wir anbieten, werden wir ihn verwenden. Ich werde ihn bei den Survival Trainings mitnehmen und auch dort einsetzen. Ich meine, da passt Sachen rein, die ich niemals brauchen kann, weil ich persönlich gar nichts damit anfangen weiß, zum Intubieren und lauter so Geschichten. Also Halleluja, das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber trotz alledem, ich möchte ihn da ein bisschen ausprobieren und da mag ich dir mal einen Kommentar bitten. Link zu dem Produkt findest du unten. Schreib mal bitte einen Kommentar. Abo, Daumen nach oben oder nach unten, Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann, und bis bald.